Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom OMSI. Heute, wie gesagt, in Spandau unterwegs mit unserem D92-Bus. Den habe ich wieder ausgewählt. Wir fahren die Linie 92 von der Stadtgrenze zur Freudstraße. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Der Zeitplan ist knapp. Das heißt, Motor an und gleich mal hier zur ersten Haltestelle. Handbremse vergessen, jawohl. So, hier halten wir gleich mal an. Hallo, morgen, Hallo, morgen. hallo. So, wir machen mal die Heizung an, ne? 15 Grad haben wir, jo. Machen wir hier mal ein bisschen an das Ding. An. Halt, die nicht, sondern den. Jawohl, passt so. Die Tür machen wir schon mal wieder zu. Ja, wir sind hier wirklich an der Stadtgrenze. Das müsste dann, glaube ich, so der, ist das dann der Übergang zu Ostberlin oder in die DDR wieder? Ich bin mir gar nicht so sicher. Es sieht aber stark nach einem Grenzübergang aus. Fragt sich nur, dann müssten wir ja nicht mehr in West-Berlin sein, ne? Weil dann wäre ja theoretisch das hier, wo wir gerade stehen, Ost-Berlin. Ich bin mir nicht sicher. Eine Minute haben wir noch. Der Automat funktioniert. Tageskarte normalermäßig, Familie. Jo, sieht gut aus. Canceln. 14,9 Grad in der Karre, das ist nicht viel. Machen wir hier mal ein bisschen die Lüftung an. Sind denn Fenster auf? Nein. Gut. Wie lange dauert die Fahrt denn? Oh, die dauert schon schon ein Stück, ne? 20 Minuten, ja, fast 40 Minuten dauert die. Nicht schlecht. Das heißt, wir fahren Wir fahren die hin und nächste Folge fahren wir sie wieder zurück, würde ich sagen. Und dann gucken wir uns mal die andere Strecke an, die 13. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. So, wir können losfahren. Tür zu. Und wir legen mal los. Ich muss hier gerade mal noch ein bisschen die Tastatur richten. So, stand ein bisschen schief. Hier. Ich habe übrigens die Wegfindung an, weil ich mich sonst hier absolut verfahren würde. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen, ehrlich gesagt. Ja, von daher habe ich mal die Wegfindung an, ist glaube ich nicht so schlimm. Wäre irgendwie, na gut, wahrscheinlich gab es noch keine Navis, ne? Wäre irgendwie besser, wenn man irgendwo so ein kleines Navi hätte, was einem sagt hier. Boah, fällt der Scheiße. Hallo, ich glaube Takt, ey. Ich fahr doch ganz normal, was ist los? So, 92 zur Freudstraße, hier lang. Da müssen wir bestimmt halten. Jo, geht ganz da raus. Alter, chill, was ist los? Was ist dein Problem? Jo, 92. So, das hat. Oh, da kommen einige. Guten Tag, hallo. Guten Tag. Ist da ganz viel? Ja, Hallo. Heizung läuft schon. Kein Problem, keine Sorge. Heizung läuft schon. Hallo, guten Tag. Hallo. Eine Tageskarte. Sogar passend, sehr schön. Eine Fahrkarte für 2,70. Eine Fahrkarte normal. Einmal ausgedruckt. So sind 30 und sind 2. Bitteschön, bitteschön. Jetzt schon wieder zu.
In der Karre wird es langsam wärmer, das ist ganz gut. Ja, lässt uns doch dort. Vielen Dank, vielen Dank. So. Da vorne ist scheinbar schon die nächste Haltestelle, wenn ich das richtig sehe. Es geht ja Schlag auf Schlag, ne? Nicht so wie im Grundorf, da war es ja so ein bisschen gemütlich, ne? Hier geht Schlag auf Schlag und hier sind noch ganz schön viele Fahrgäste unterwegs, wenn wir mal ehrlich sind. Hier ist ganz schön was los. Der Kollege. Ne, können wir mal hupen. Da haben wir es ein bisschen zu gut gemeint. Naja, das geht. So, Tür auf. Morgen. Guten Tag. Morgen. Hallo. Normalen Fahrschein. Einmal für 2,70 durch die Kante. Bitte schön, geht mal hin. Hallo, guten Tag. Hallo. Guten Morgen. Ja, eine Tageskarte. Kannst du kriechen, Schätzchen. So. Bitteschön. Tür zu. Und wir fahren bei dir. Da vorne ist scheinbar schon die nächste Haltestelle wieder. Mensch, hier ist ja was los, du. Gerade auch an Fahrgästen ist ja extrem. Oh, wir müssen. Ich glaube, ja, wir müssen geradeaus, ne? Jo, geradeaus. Das ist die nächste Haltestelle. Noch ein Kollege. So, beide Türen auf, da kommt wieder ein Schwung. Guten Tag. Boah, ist das geil. Ja, ja, ist doch in Ordnung. So, einmal normal sind 30, sind 5. Für den ganzen Tag, eine Tageskarte. Bitteschön. Passt so. Einen normalen Fahrschein. Jo, einmal für 2,70. Durch Spandau, kriegt mal hin. Guten Morgen, guten Tag. Richtig warm wird es nicht in der Karre. Er ist nicht so toll. So. Und dann geht es schon wieder los. Wir müssen schon wieder weiter. Ich mache hier mal, vielleicht mache ich doch mal hier die beiden noch mit an. So. Das ist hoffentlich okay. Wenn es hier mal ein bisschen warm wird in der Karre. Immer noch nur 17 Grad. Das ist nicht ganz so toll. Da will jetzt schon jemand wieder aussteigen. So, mal gucken, wo wir lang müssen jetzt. Ich glaube, wir müssen abbiegen, ne? Halt! Da ist noch eine Haltestelle, Freunde. Da ist noch eine Haltestelle. Da müssen wir mal gucken, wo wir lang müssen hier. Also auf der Haltestelle müssen wir definitiv nochmal halten. Was ist denn los, Mensch? Depot Spandau. Ja, auf Holzstraße, wir müssen abbiegen. Freunde? Will keiner einsteigen? Nee, das ist ja aber ungewöhnlich, du. Na gut, dann nicht, ne? So, wir müssen aber darüber irgendwie, ne? Oh, weia. Ja, zum Depot Spandau wollen wir ja nicht. Da waren wir ja letzte Folge. Da haben wir die Folge angefangen und beendet. Na dann mal los. Na komm, Ampel wird grün. Na los. Na hopp. Komm schon. Ach ja je. Jetzt. So, mal ein bisschen gucken hier. Ja, ja, ist doch gut. Mensch, beschwer dich doch nicht. Muss man mal gucken, wie ich hier noch durchkomme. Oh, weia. Was ist denn los hier, Mensch? Ich dachte, er lässt mich. So, hier müssen wir das Level halten. Alles klar. Jo. 92 und die 13N, die werden wir uns dann in der übernächsten Folge wohl mal anschauen. So. Aussteigen will, glaube ich, keiner, ne? Nö. Hallo, guten Tag. Hallo. Guten Tag. Guten Morgen. Ja, guten Tag. Eine Kurzstrecke, jo, kriegt man auch hin. Da, bitteschön. Und 30 zurück. Jawoll. Dankeschön. Das sind übrigens alles D-Mark, ne? Deshalb auch die 5
D-Mark-Stücken. Sollte, glaube ich, klar sein, 1992, ne? Es gibt wohl auch schon die Euro-Mod dafür, aber warum? Ganz ehrlich, wofür? Das macht überhaupt keinen Unterschied, ob ich in D-Mark zurückgebe oder in Euro, weißt du? Von daher werde ich mich die auch nicht holen. Abgesehen da einfach nur, weil es Quatsch ist. So, können wir? Ich glaube, wir können. So. Ja, ja, hup du. Hup du nur. Du Hupe. Wir sind hier. Oh Gott. Da müssen wir halten. Was denken wir, wie von niemand? Okay. Gut. Und dann nicht. So, müssen wir hier vorsichtig rüber. Guten Tag. Schönen guten Morgen. Bzw. nicht morgen. Guten Tag. Guten Tag. Schönen guten Tag. Einmal für normal um den Block. Und reise zurück. Guten Morgen, guten Tag, guten Tag. Der Bus wird langs. Oh, da ist ganz schön was los, du in der Kiste. So, weiter, weiter geht's. Halt. Vergessen die Türen zuzumachen, sonst kommt da diese Haltestellenbremse und die brauchen wir nicht. Nicht, wenn wir losfahren wollen, wir müssen hier rum. Logischerweise, woanders geht's auch nicht lang. So, geradeaus, alles klar. Junge, Junge, du, der Bus wird voll. Es müsste bald mal hier wieder jemand aussteigen, sonst müssen sie stehen. Oder der Bus ist überfüllt, das wäre nicht so toll. Okay. Hier um die Kurve, logischerweise. Es geht auch nirgendwo anders lang. Da ist die Haltestelle. Die Maulbeerallee. Heißen die wirklich so? Das würde mich mal interessieren, aber wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich schon. Hallo, guten Tag. Hallo. Soll ich gerne einsteigen? Oh. So. 21 Grad in der Karre. Kann man hier wieder ausmachen. Das lasse ich mal laufen. Hä? Ist ja in Ordnung. Ich fahre ja schon weiter. Freunde. So. Jetzt machen wir hier mal rein. Da müssen wir gleich wieder rum. Alles klar. So. Diesen Weg würde ich mir nie merken können. Ich hätte mich hier so oft verfahren einfach schon. 21,4 Grad. Ja, das ist nicht okay. Mal hier wieder ausdrehen. So, Freunde, es ist grün. Fahrt los. Und dann hier rum. Wow. Was machst denn du? Bremst doch nicht. Depp. Alles frei. So. Haltestelle ist. Ah, da vorne. Okay. Ja, davor. Nö. Nö. Die ist nicht für uns. Die ist nicht für uns. Das ist dann vielleicht der Rückweg oder die Linie 310. Oder? Nö, die ist nicht für uns. Ne, die ist auf der falschen Straßenseite. Alles klärchen. Nee, Freudstraße geradeaus. Och je. Ja, da war schon rot. Egal, fahren wir weiter. Da sind wir jetzt noch drüber gerutscht. Tut mir leid, aber war noch gelb. War hoffentlich noch gelb. So, komm, Lüftung aus. 22 Grad in der Karre reichen. Ah, hinten schlägt ein paar aus. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Bus ist immer noch gut besucht, muss man sagen. So, bremsen wir wieder aus. Dann müssen wir hier weiterfahren, damit wir die Kerne nicht unnötig aufhalten. Vorne ist gleich die nächste Haltestelle. Da kommt uns wieder ein Kollege entgegen. Sieht aus wie 83er mit Rollband. So, da muss man rein. Da quetsche ich mich nicht durch. Da quetsche ich mich nicht durch. Hier ist irgendwie die Ampel auf der falschen Seite, kann das sein? Pff, okay. Na, da kann jetzt mal. Jawohl. So.
Halten wir hier mal an, da. Aussteigen, niemand. Einsteigen, auch nicht. Okay. Da hätte ich mich gar nicht hierher zwängen müssen, aber egal. Jetzt stehen wir schon mal hier. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich da wieder rauskomme. Guck mal, da ist schon wieder ein Manta in quietschgelb. Ih, die Farbe. Aber wir müssen mal gucken, dass wir einen erwischen, der abbiegt. Damit wir hier mal uns wieder ein bisschen reinquetschen können. Ah, ich glaube, der lässt uns. Vielen Dank. Vielen Dank. So, da vorne die nächste Haltestelle. Aussteigen will wieder niemand, wie es aussieht. Nö, Lämpchen blinkt noch nicht. Beziehungsweise leuchtet nicht. Es blinkt ja nicht. Also es blinkt ja wirklich nicht, es leuchtet. Verwirrend. So. Jetzt will jemand aussteigen. Jetzt leuchtet das Ding. Alles klar. Da ist doch jemand raus. Kriegt man natürlich hin. Huch, da hat es kurz gehakt. Ja, das ist gerade hier ein Twandorf. Da müssen wir mal die Texturen nachladen. Da ruckelt man mal kurz. Es ist. Es ist okay, denke ich. Lässt sich nicht verhindern. So. Sektstraße. Sektstraße. Holla, die Waldfee. Da. Hallo? Jetzt. Sektstraße muss man wann sein? 14:01 Uhr. Okay. Gut. Sonst niemand? Nö. Sonst niemand. So, wir fahren mal weiter. Und fehlen uns hier mal wieder eine in den Verkehr, ne? So. Huch. Hoppala. 21,3 Grad. Das reicht, glaube ich. Das ist in Ordnung von der Temperatur her. Ist auf jeden Fall besser als 15. Das, so viel kann man schon mal sagen. Da will wieder jemand aussteigen. Alles klar, das kriegt man hin. Wo müssen wir? Ach, da vorne erst. Ah, okay, da vorne erst. Wir müssen geradeaus. Wir müssen nicht blinken, wir müssen geradeaus. Da hinten erst. Na, kommt hier um die Karre. Jo, da erst. Und dann müssen wir da wahrscheinlich gleich rumbiegen, ne? Wie es aussieht. Okay. Uiuiui, es ist eine ganz schöne Strecke, Freunde. Das ist eine ganz schöne Strecke. So, schönen guten Tag, die Herren und Damen. Da kommt wieder ein ganz schöner Schwung. Ich hoffe, es steigen mindestens genauso viel aus. Das sieht nicht ganz so danach aus, aber okay. Eieiei, der Bus wird ganz schön voll, Freunde. Hallo, guten Tag. Hallo. Schönen guten Tag. Wir haben auch gleich alle Tickets, ne? Nehmen wir hier. Halt. Entschuldigen. Ja, eine Kurzstrecke. Oh, 1,70, Alter. Eine Kurzstrecke für 1,70 sind wir bei 2. So, bei 10. Haut hin so. So. Türen machen wir wieder zu. So, wir blockieren hier so ein bisschen den Verkehr. Da müssen wir mal ein bisschen fahren hier. 92 Freudstraße müssen wir da rum. Ah, jetzt ist die Ampel rot. Schade. Alles klar. 92 Freudstraße. Zum Depot wollen wir ja nicht. Ne? Nö, Depot Spandau brauchen wir nicht. Was steht da noch? Achso, Depot Spandau. Ja, natürlich. Okay. Ach ja, wo steht man als nächstes? Klosterstraße hatten wir jetzt, glaube ich, ne? Ruhlebener Straße und dann beim Rathaus. Ah, okay. Da ist wahrscheinlich U-Bahn-Station. Mit dem U davor. Ich glaube, es soll U-Bahn heißen. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist auch die Haltestelle unterirdisch. Das wäre mal was Neues. Das wäre tatsächlich mal was Neues. So, jetzt können wir. Um Gottes Willen, was ist das für eine Kreuzung? Da kommen wir von da drüben noch welche mit nahe. Puh. Das ist ja ein bisschen komplizierter als gedacht. So, da ist, glaube ich, dann ein Parkplatz, ne? Mit den Strichen. So. Da hinten ist die Haltestelle. Das ist sehr schön. Das bietet sich gerade voll an. Da ist keine Haltestelle, ne? Nö. Für uns nicht. Für uns nicht. Für die uns entgegenkommenden, ja, aber für uns nicht. Da sieht eine Ampel dazwischen. Ach, da hinten ist das fette Rathaus. Wie krass.
Alles klar, da hinten müssen wir hin. Und da steigen auch viele aus, wie es aussieht. Also ich hoffe es jedenfalls. Warum ist da... Ach, da ist nur ein Fußgängerüberweg, aber da ist eine Ampel, weißt du? Ja, was soll's. Ah, da ist übrigens doch eine Haltestelle. Da ist die Haltestelle fürs Rathaus. Oh, ich muss niesen. Puh. Entschuldigung. Ich hoffe, man hat es nicht ganz so gehört. Ich habe extra die Hand ein bisschen vors Mikro gehalten. Eieiei. Es muss ein bisschen die staubige Luft im Bus sein. So, wie viele steigen denn aus? Drei. Na toll. Guten Tag, guten Morgen, guten Tag, guten Tag. Der Typ mit dem Hallo. T-Shirt, wo T-Shirt drauf steht, immer wieder schön. Hallo, guten Tag. So. So, wir fahren mal weiter. Jetzt, wo gerade grün ist, können wir auch mal weiterfahren hier. Ja, komm, werd halt gelb, weißt du. Ist in Ordnung. Haben wir jetzt auf. Wir fahren mal einfach auf der Spur weiter, oder? Ich meine, spricht nichts dagegen. Eieieiei. Ich entschuldige mich nochmal dafür. Das haben wir bestimmt gehört im Mikro. Ich kann das leider nicht ausschalten gerade. Müssen wir echt so ein Großmembran-Ding holen, weißt du, was man da vielleicht noch mal schnell runterregeln kann. Das wäre ganz nett. Und einen zweiten Bildschirm, auf jeden Fall. Zweiten Bildschirm und so ein Großmembran-Mikro, das wäre nicht schlecht. Eieieiei. Guck mal, hinter uns, der ist aber bunt angemalt, ey. So, Volksstraße. Dann müssen wir mal hier rüber einschlagen. Uiuiui, was ist denn das für eine Haltestelle? Guck dir das an. Vier Busse stehen hier. Krass. Vier Linien. Das ist heftig. Das ist heftig, Freunde. Wir müssen ganz hier vorne hin. Ja, da stehen natürlich wieder die meisten Personen. Oh mein Gott. So, Freunde. Schauen wir mal, wie viele wollen denn raus? Drei Persönchen. Vielleicht noch vier. Na, der Bus wird heute noch voll, Freunde. Der Bus wird heute noch voll. Aber wir noch. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Hallo. Morgen. T-Shirt-Typ wieder. Guten Tag. Hier ist mal schön. Hallo. Jo, eine Tages-KD. Eine Tages-KD. Vielen Dank. Passt so. Guten Morgen. Guten Tag. Einen normalen Fahrschein. Einmal für normal und den Block. So, bei 5. Perfekt. Danke. Guten Tag. Guten Morgen, der Herr im Anzug. Schönen guten Tag. Ah, U-Bahnhof Rathaus Spandau, alles klar. So. Och komm, wir haben noch eine Minute, da bleiben wir mal kurz stehen hier. Wir können mal kurz stehen bleiben, bevor wir hier zu früh losfahren, oder was? Vielleicht kommt ja erst in einer halben Minute noch eine U-Bahn und da wollen noch viele mit. Das ist aber knapp ja, mit der Hintertür. Das habe ich gut abgemessen. Ja, Respekt. Ah, okay. Drei so Treppen. Hier so Rolltreppen. Eine von denen geht. Das ist nicht schlecht. Oh, ein Imbiss. Boah, jetzt was essen. Ich habe ja noch nichts gegessen, fällt mir gerade ein. Boah, ich könnte echt was essen. Entschuldigung. So, wir sind jetzt beim U-Bahnhof Rathaus Spandau. Das heißt, wir sind jetzt hier. 14.06 Uhr. 14.06 Uhr. Oh, wir sind im Plus. Verdammt. Wir müssen schnell weiter. Warum sind wir jetzt auf einmal im Plus? Mensch, habe ich das nicht gesehen oder was? Peinlich, peinlich. Ui ja. So, mal kurz die Kante. Freudstraße. Nee, Terminus Rathaus Spandau haben wir ja nicht. Also müssen wir hier lang. Da laden wir die Textur nach. Das heißt, es ruckelt wieder kurz. Hier geht ein Flüsschen sogar lang. Wie schön. Ich denke, die haben Spandau schon gut getroffen, ne? Da stehen natürlich wieder welche, die einsteigen möchten. Wie immer, wie sollte es anders sein? Jo. Natürlich. Schönen guten Tag. Hallo. 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 Guten Tag. Hallo. Tag. Hallo. Morgen. Tag. Jo. Dankeschön fürs Reinlassen. Sehr freundlich, sehr freundlich. So, hier müssen wir weiter.
Jawohl, Volksstraße geradeaus. Da kriegen wir auch noch auf die Kette. Gerade so. Geradeaus fahren kriegen wir noch hin. Hä? Ich muss hier rüber. Sonst biege ich ab. Das wollen wir ja nicht. Das ist ja geradeaus. Wow. Wow. Ach je. So. Blinker können wir mal ausmachen. So, da will sogar wieder jemand aussteigen. 20 Grad, mache ich mal hier kurz wieder an. Machen wir mal hier kurz wieder ein bisschen die Lüftung hoch. Ja, dann müssen wir wieder warten, bis es grün wird, ne? Schöne VW-Busse. Die sind mir eigentlich die liebsten, die finde ich so geil einfach. Da hatte ich auch mal Nachbarn, wo ich noch auf dem Dorf gewohnt habe. Die haben... Boah, was war denn das? Ich denke, das war irgendwann mal so der Sitz von dem Bischof. War Kirchengelände, klein neben der Kirche. Da haben die gewohnt. Die hatten auch so ein Ding und die haben das Ding mit Rapsöl betrieben. Total geil. Fand ich irgendwie total geil. War es Rapsöl oder was Sonnenblumenöl? Ich glaube, es war Rapsöl. Fand ich irgendwie cool. Haben die selber irgendwie umgebaut. Total geil. Und das Ding war echt super. Das war wahrscheinlich schon uralt. Ich habe keine Ahnung. Das war wahrscheinlich irgendwie aus den 90ern, vielleicht sogar noch vorher. Aber das Ding hat ganz schön Gas gegeben, muss man zugeben. Das lief einwandfrei. Was man bei heutigen Autos nach 20 Jahren wahrscheinlich nicht mehr ganz so erwarten kann. Die Dinger liefen. Die Dinger laufen. Die laufen ja auch heute noch. Ist gar kein Problem. Auch die Trabis, die laufen ja heute noch. Wenn man sie gut pflegt, halten die auch ewig. Die sind eigentlich unkaputtbar irgendwie. Boah, wir sind 4 Minuten drüber, Leute. 4 Minuten, verdammt. Und die scheiß Ampeln werden nicht grün. Fahr. Muss ja lang. Ach, Freudstrahl muss ich doch abbiegen. Okay, gehen wir mal hier rüber. Ganz elegant. Die nächste Ampel hier, okay. Ah, hier ist wieder eine U-Bahn-Haltestelle, alles klar. Alter, wir sind 4 Minuten drüber, das kann nicht wahr sein. Was macht ihr denn hier? Ach, jetzt wollen die hier alle rüber oder was? Ich glaube, er tagt, ey. Boah, Junge, fahr. Alter, ey. Ich glaube, er tagt. 92 zur Heerstraße, jo. Das ist nicht unsere Haltestelle. Entschuldigung, aber die steigen ja trotzdem aus. Da vorne will doch niemand einsteigen. Da vorne will jemand einsteigen. Scheiße. Da vorne will natürlich jemand einsteigen. Es war doch klar. So, und dann müssen wir noch abbiegen. Ja, natürlich. Dann müssen wir von hier... Ach ja, na klar, nach ganz da drüben. Ah, mein Gott. Also den Fahrplan haben wir definitiv vermasselt. Das, Guten Tag. Hallo. Hallo. Das ist für ein Sturm schon wieder. Schönen guten Tag. Hallo. So. Lässt er uns? Er lässt uns. Sehr freundlich. Wir müssen aber hier rüber. Wir müssen da rum, Freunde. Jetzt macht doch mal Platz hier. Ja, ja, ist gut. Ja, jetzt kommen da wieder dauernd welche. Alter, willst du mich verarschen? Er ist uns gerade drauf gefahren, ey. Hä? Ach, wir müssen hier wenden. Leck mich doch am Arsch. Wir müssen hier wenden, ey. Wie krass. Oh, warte mal. Bin ja nicht so, wir melden das mal der Polizei, dass sie sagt uns hier. So. Dass der Penner uns hier draufgekracht ist. Hallo, Karre. Jetzt geh doch mal an wieder. Jetzt. So, hier müssen wir mal komplett rumschwenken. Das ist ja krass, ey. Wenn ich das vorher gewusst hätte. Oh, jawoll.
So. Ja, voll die Kehrtwende. Wie krass ist das denn, ey? Wow. Entschuldigung. So, 92 zur Freudstraße. Jawohl, das ist unsere. Da steigen wir wieder keiner. Ja, der Bus muss doch mittlerweile über... Ja, guck dir das an, ey. Was hier los ist, ey. Jo, 8 Minuten im Plus. Jawohlchen. Guten Tag. Hallo. Sie kommen ja viel ja, zu ja, ist doch, ich weiß es doch, Mensch. Ich hatte einen Unfall und es ist so ein Sack draufgeballert. Ich weiß es doch, ich weiß es doch. So, zur Freudstraße geradeaus. Jawohl, mach mal. Da ist die Ampel wieder rot, das ist aus dem Kotzen. Wir sind eindeutig länger als 40 Minuten unterwegs. Wir sind 8 Minuten im Plus. Alter, was ist denn das für eine Kreuzung? Ach Gott, das ist eine Kreuzung schon wieder. Oh nein. Das ist ein riesiger Kreisverkehr. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh Gott. Huch, da ist auf einmal ein Bus. Okay. Schön. Oh Gott. Was ist das denn? Ich habe Angst. Was ist das bitte für... Oh Gott. So, wir können... Oh oh. Wir müssen hier, glaube ich, so rum. Wow. Was ist das denn jetzt? Halt uns oh aber an, lass mich raus. Gott, ich hab's gewusst. Ich hab gewusst, dass das passiert. Nein, ich fahr noch zur nächsten Haltestelle, du Sack. So, hier noch rum. Alter Schwede, ey. Krass. Was war das bitte? So, 92 der Vollstraße. Aber wenigstens ist der Bus leer. Das hat wenigstens was. So, hier müssen wir ein bisschen vorher anhalten. Da steht einer am Weg. Falkenseer Damm. Oh Gott, wir sind fast 10 Minuten. Wir sind immer noch 8 Minuten drüber. Sollen die gerade in der Karre, können wir auch mal ausmachen hier. Ja, da war wenigstens der Bus leer. Alter, wie sie alle aussteigen wollen einfach, wie krass. Ach, machen wir jetzt hier einen ja. Corona, ja? Machen wir. Ja, ich weiß, und so warm ist es auch im Bus, ist mir klar. Meine Fresse. Oh, da wollen immer noch, Alter. Alter, Alter. Alter, wie viele sind das dann noch, ey? Wir haben gerade ein bisschen... die Gehwege von Spandau gesprengt. Eieiei, es hört ja gar nicht mehr auf. Ich sah da, der Bus war voll. Jetzt. Der Bus war definitiv voll. Wie krass. Boah, 9 Minuten drüber, ey. Leute, 9 Minuten. Da habe ich mich im Unfall nicht gemeldet, ist mir auch egal. Ja, da stehen wieder welche, kann man sich durchquetschen. Wir müssen eh über die Kreuzung drüber, sehe ich gerade. Okay. Hallo? Es ist grün. Flankenschanze, okay. Klingt, als wäre ein Stadion in der Nähe. Ach ja. Wir haben den Unfall nicht gemeldet und kriegen dafür jetzt Fahrerflucht aufgebrummt. Was soll's. Ganz ehrlich. Wir kommen auch jedes ja, komm, mach den Kopf zu, sonst kannst du gleich wieder gehen, Freund. Gott, Schrecke. Bitte. Danke. Ja, du kriegst einen Scheiß, Junge, wenn du dich weiter beschwerst. Hast du verstanden? Halt! Da ist gerade. Jo. Acht Minuten drüber. Das ist richtig peinlich. Wir könnten schon 4 oder 5 Stationen weiter sein, glaube ich. Naja, was soll's. Halt, wir müssen gar nicht abbiegen. Ne, wir müssen geradeaus, okay.
So, wir sind jetzt nur bei 7 Minuten drüber. Es wird immer, es wird besser. Machen wir beide Türen auf, ja. Hallo, guten Tag. Hallo. Schönen guten Tag, hallo. Der T-Shirt-Man. Ist ihm aufgefallen, dass ich ja, ich weiß es doch, Mensch. Ich kann auch nichts für. Warte, Kurzstrecke. Weiß ich wieder. Sehr schön. Ich weiß, dass ich zu spät bin. Ich kann es nicht ändern. Der Verkehr ist heute wieder schrecklich. Das müssen Sie verstehen. Das müssen Sie leider verstehen, Freunde. Da will wieder jemand raus. Alles klar. Und es möchten auch wieder welche rein. Jawohl. Hallo. 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 Zu spät sind sie immer wieder. Es kann doch nicht wahr sein. Immer ja, komm, spät. Weißt du. Stimmt das so hier? Ich glaube, es ist ein bisschen zu viel. Entschuldigung. Dankeschön. Ich würde meinen Busfahrer niemals auf zu viel Wechselgeld hinweisen. Ich würde es nehmen und gehen. Ganz ehrlich. Da hätte sie jetzt einen Ticketpreis für eine Kurzstrecke bezahlt, nur. Aber okay, ja, ne? Ja, gut. Die Haltestelle gilt, glaube ich, nicht uns, oder? Kann das sein? Naja, nicht wirklich. Doch, aber was soll's. Da stand keiner, da will auch keiner raus, da halte ich nicht. Das ist eh schon Zeit, dann hinterher, von daher. So, 92 Freudstraße, jawohlchen. Terminus Weste, nee, Westerwaldstraße, nee, ist nicht unser Terminus. Zeppelinstraße sind wir jetzt, oh Gott. Immer noch 7 Minuten zu viel. Zeppelinstraße. Okay, hallo. Ein bisschen was haben wir noch vor uns. Hallo, guten Tag. Ich brauche eine Strecke, bitte. Ich auch gerade, ich auch. Ganz ehrlich, ich auch. So, wir sind wieder on the road. On the road again. 7 Minuten drüber. Na super. Theoretisch wäre unsere Fahrt in 2 Minuten vorbei. War aber leider nichts. Jo, da will wieder jemand raus. Jawohl, da kriegt man auch auf die Kette. Vielleicht. Vielleicht halte ich auch ausnahmsweise mal nicht. Nein, natürlich nicht. Ich halte schon. Kein Problem. Nur wenn ich sehe, da will keiner. Ja, was wird denn das hier schon wieder für eine Verkehrsjonglage? Mensch, Freunde. Jo, das klappt. Boah, das war knapp, Freunde. Das hätte ich mir nicht getraut. Gehupt habe ich trotzdem. Mir egal. So, einsteigen und aussteigen. Jawohl, da müssen wir mal gucken. Hier, da steht wieder so eine Karre so blöd. Mal gucken, dass wir mal ein bisschen weiter vorne halten. Hier so, jawohl. Na komm, kann ich eine Seite zulassen. Guten Tag. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo. 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 Eine Karte. Eine Kurzstrecke. Jo. Sehr schön. Vorne die nächste Haltestelle will wieder jemand aussteigen. Gott, verhaspelt, wenn man so viel auf einmal sagen möchte. 6,5 Minuten nur noch drüber. Wir holen also wieder ein bisschen auf, aber pünktlich werden wir das Ding nicht wuppen. So. Ja, ja. Guten Tag, guten Tag, guten Morgen. So, Freudstraße, geradeaus nochmal. Da ist ein Bahnübergang. Fahren da auch Züge? Wäre mal ganz interessant zu wissen. Wäre irgendwie geil.
Wow, da sind wieder die, kommen wieder die hässlichen Wundblöcke durch. Wow, ich hasse sowas. Habe ich letzte Folge schon erwähnt, dass ich Wundblöcke hasse. Da holpert's gerade bestimmt mal. Pass auf. Jo, sag ich doch. Da ist ein Kollege. Oh, 60, vielleicht ein bisschen viel. Die Ampel wird rot, das war so klar. Das war so klar, einfach, das war so klar. Alter! Ich glaube, es hackt, Mensch. Was ist denn los heute? Von all die Bekloppten oder was, ey? Ich glaube, es hackt. Ich komm gleich vor, Freundchen. Überleg dir, was du tust, wenn ein Bus kommt, ey. Ich bin definitiv der, der weniger Schaden davon tragen wird als du, dem Citroën 8X, 3X, keine Ahnung, ist mir egal. Ich glaube, es geht los, ey. So, da steht wieder einer so ein bisschen ungünstig. Wasserwerkstraße, okay, wir sind kurz vor Ende, denke ich. So. Wasserwerkstraße. Alles. 1, 2, 3. Hallo. Richten Sie sich einmal eigentlich auch nach den Fahrzeiten, die da am Plan stehen? Ach man, komm, mach den Kopf zu. Du kannst gleich rum, du kannst gleich rumdrehen und wieder gehen, Freundchen. Ciao, verpiss dich, weißt du? Oh. Ich glaube, Sie haben mir zu viel gegeben. Jetzt stimmt's. Entschuldigung. Falsches erwischt. Ja, komm, Schnauze. Kannst du auch gleich wieder aussteigen, weißt du? Ey, das muss ich doch nicht gefallen lassen hier. Dankeschön, Polizei lässt uns vor, das ist ja nett. Die wissen wahrscheinlich auch, dass wir im Zeitplan hinterherhinken. So, nächste Haltestelle. Will jemand raus? Aber vielleicht jemand rein? Nö. Nö. Fahren wir weiter. Blinker übrigens aus. Hier will jemand raus? Jawohl. Och Junge, fahr zu. Nimm's hier auch raus. Jo, immer noch 6 Minuten drüber. Naja, was soll's. Das passiert. Der Verkehr war auch echt schrecklich heute, muss man wirklich zugeben. Hö? Oh Gott, was ist das für ein Straßenschild? Ach du Scheiße. Die eine Spur biegt ab und die anderen zwei werden zu einer verengt oder was? Oh Gottes Willen. Stadtrandstraße, alles klar. Einsteigen wir glaube keiner, aber Stadtrandstraße ist. Ja, das vorletzte. Da macht es keinen Sinn, dass da noch jemand einsteigt. Jo. Alles klar. So. Die letzten zwei Stationen liegen vor uns. Ich hätte gleich rein da reinbiegen sollen, aber egal. Zweiter mal vorbeilassen gerade. Oder lässt er uns? Ich glaube, der lässt uns. Vielen Dank. Dankeschön. Ich glaube, er hat uns nicht gelassen, aber wir haben uns einfach mal reingequetscht. So, hier wird es ein bisschen eng, Freunde. Hier wird es eng. Ist nicht mehr die schöne doppelte Straße oder dreifache sogar, sondern eine ganz normale wieder. Alles klar. So, wir müssen da rum. So, vorsichtig hier rum. Vollstraße, not Terminus, alles klar. So, ja, es sitzen noch welche drin. Da ist klar, dass es noch kein Terminus ist.
Na komm, geh zur Tür. Jetzt. So, jetzt haben wir wieder diese komischen Betonplatten. Da ruckelt's wieder ein bisschen. Hm, 6 Minuten zu spät überall. Naja, komm. 6 Minuten, meine Fresse, weißt du? Komm. Gott. Jetzt ist die Kurve wieder. Ja, ein bisschen vorsichtig hier rum. Ah, guck, hier ist so eine Wendeschleife, alles klar. Jo, Terminus, alles klar. So. Ah, das sieht sogar ganz in Ordnung aus eigentlich. Okay, 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 okay. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal zu spät. Wieder einmal okay. 1, 2, 3, 4 mal zu spät. Einmal okay und wieder zweimal zu spät. Ich denke, das geht. Und wollte ich auch sagen, huch, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, einsteigen und dabei sein bei der Chaosfahrt durch Berlin-Spandau. Die nächste Fahrt wird besser. Ich verspreche es. Tschüss.